Er tradet jeden Tag, dazu noch blondes Haar. Er ist dabei, bye, bye, bei United, ja. Tschalalalalala, lalalalalala. Eins, zwei, drei. Hey Leute, was geht ab euch und willkommen hier zum zweiten Türchen des FIFA Mobile Adventskalenders. Vorweg wünsche ich euch allen erstmal einen wunderschönen ersten Advent. Genießt den Tag und als zweites muss ich einfach ein fettes Dankeschön raushauen an die gesamte Steckpacks-Armee. Also das Feedback unter dem ersten Türchen, was gestern natürlich online gekommen ist, ist einfach abnormal, Leute. Ist einfach mega, mega krass gewesen. Fettes Dankeschön. Ich hoffe, dass wir jeden Tag so abgehen. Lasst direkt mal ein Däumchen wieder da, Leute. Lasst mal direkt wieder ein Däumchen da, weil ich habe mega Bock darauf, jeden Tag wie so eine Kleinigkeit zu machen. Heute, ihr seht schon, ich bin im Versus-Angriff-Modus drin, werde ich ein Versus-Angriff-Spiel machen. Ich hoffe, dass ich das gewinne, weil heute heißt es nämlich Road to Legende 1, Leute. Ich habe gesuchtet ein bisschen gesuchtet und ich stehe jetzt hier vor Legende 1. Gewinne ich das Spiel, bin ich in Legende 1, verliere ich das Spiel, dann natürlich nicht, spiele ich unentschieden, bin ich, glaube ich, also reicht auch nicht aus. Vielleicht mache ich noch ein zweites, wenn ich unentschieden spiele, weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall, Leute, habt ihr den FIFA-YouTuber wieder am Anfang erraten? Als kleinen Tipp, hatte ich gestern auch vergessen zu sagen im Türchen 1 Video, guckt nicht vorher unten in den Kommentaren, weil dann werdet ihr eventuell gespoilert. Es haben nicht immer alle recht, weil es stand auch teilweise unten in den Kommentaren. Gestern war es natürlich, Leute, viel FIFA, ist klar. Aber ein paar haben auch Tizi Schubich kommentiert, etc. Also macht am besten das Video auf Vollbild, überlegt, welchen YouTuber habe ich da beschrieben. Und dann kommentiert den und guckt nicht erst in den Kommentaren und dann wisst ihr ja eh, beziehungsweise es muss ja nicht, wenn die meisten halt irgendjemand unten die Kommentare schreiben, heißt es ja nicht, dass der automatisch richtig ist. Also ich versuche immer ein paar Tipps zu geben, wie gestern, wie heute. Also mal gucken, wer das Ganze heute auch wieder schafft, das Quiz quasi zu erfüllen und den richtigen YouTuber unten die Kommentare zu schreiben. Aber jetzt habe ich genug rumgeschnackt, Leute. Ich möchte die Adventskalender-Videos ja auch nicht künstlich in die Länge ziehen. Wir gehen rein ins Versus-Angriffsspielchen. Und ich muss ja auch sagen, Leute, Fußballkälte, so vom Design her sieht es richtig geil aus. Aber wieso hat EA denn nicht gleich alles veröffentlicht? EA, die haben bis dato nur den Adventskalender quasi, den FIFA Mobile internen Adventskalender veröffentlicht. Also da frage ich mich, was ist denn da los? Wieso gibt es jetzt erst das Kälte-Event? Ihr seht's, Leute, es gibt Thermometer, es gibt Schneeflocke 1, es gibt Weihnachtsglanz, Schneemänner, Schneeflocke 2, Schneeflocke 3. Also es gibt so viel, was aber erst alles nächste Woche freigeschaltet wird. Das ist auf jeden Fall richtig stark, EA. Muss ich jetzt einfach mal hier im zweiten Türchen des Adventskalenders raushauen. Wir gehen rein ins Versus-Angriffsspielchen und ich hoffe natürlich, dass ich das gewinnen kann. Road to Legende 1, let's go. Ihr könnt gerne Vorschläge für die nächsten FIFA Mobile Türchen unten in die Kommentare schreiben. Eigentlich hatte ich geplant, dass ich heute das ein oder andere Fußball-Kälte-Pack öffne. Ja, das hat sich ja natürlich erledigt, nachdem ich gesehen habe, dass ich überhaupt gar nicht spielen kann beim Fußball-Kälte-Event. Aber Leute, ich bin jetzt hier ruhig, weil ich möchte das Spielchen gegen Sief gewinnen. Let's go, Mann. Komm.
Leute, 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 Toni Kroos, wir gewinnen das Spiel, Leute. Wir gewinnen das Spiel mit 8:5. Jawolski, Leute, so kann man noch perfekt in den Tag hineinstarten hier. Let's go, Mann. Schönes Türchen Nummer 2, schön am ersten Advent schaffen wir es in Legende 1 quasi uns zu spielen. Let's go, Mann. Das hatte ich heute geplant und wir haben es geschafft, Mann. Perfekt. Wunderbarski. Wunderbarski. Zack, 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 zack. Wir kriegen sicherlich auch nochmal ein paar Münzen, ne? Dass wir jetzt hier aufgestiegen sind. Du bist aufgestiegen, Legende 1. Perfekt. Was kriege ich nicht? Ich krieg Boost, 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 Boost. 500.000 Münzen. Das heißt, ich habe jetzt einfach 3 Millionen Münzen, Leute. Ich habe jetzt 3 Millionen Münzen. Und ja, wenn es funktionieren würde, würde ich jetzt auch nachgucken, wie teuer Manuel Neuer... Der Markt funktioniert. Lol. Also, wo ich eben noch geguckt hatte, hat der Markt nicht funktioniert. Deswegen bin ich jetzt ein bisschen verwundert, dass der Markt funktioniert. Manuel Neuer kostet 3. Also, man könnte den durchaus bekommen. Aber ich glaube, beim Fußball-Kälte-Event gibt es von Leverkusen Herdetzky als 90er-Keeper. Wenn die Liste als stimmt, die ich so gesehen habe zum Fußball-Kälte-Event. Deswegen muss ich mal schauen, ob ich mir überhaupt Manuel Neuer hole. Wen könnte ich mir denn sonst holen, Leute? Wen könnte ich mir sonst holen? Rein damit unten in die Kommentare. Lasst ein Däumchen da, lasst ein Abo da, Leute. Vielleicht packen wir wieder. Also, was gestern abgegangen ist, fettes, fettes Dankeschön jetzt nochmal. Ja. Lasst einfach, Leute, keine Ahnung. Ich bin jetzt hier raus. Weihnachtsmusik ist da. Wunderschön. Ich bin raus. Wir sehen uns später wieder. Um 20 Uhr spätestens. Vielleicht gibt es noch nachher noch um 12 Uhr oder um 15 Uhr ein Video. Ich weiß es noch nicht. Ich bin jetzt hier auf jeden Fall raus. Haut rein und tschüssi.